und damit herzlich willkommen zurück zu As Dusk Falls. Bin immer gespannt, was er jetzt wieder versucht, da rauszukommen. Das konnte gar nichts werden. Wenn ich's nicht wieder irgendwie versau, versteht sich, ne? Geht's euch allen gut? Doch, du hast sie gefunden, ein Glück. Wo sind die Hoods? Vermutlich hinten raus. Wir müssen hier verschwinden. Gib mir deine Hände. Dauer. Bist du verletzt? Nein. Und du? Oha. Sag bloß die Polizisten. Ja, freilich sind sie drin. Alle auf den Boden! Nicht schießen! Wir sind Geiseln! Unten bleiben, ganz ruhig. Wo sind die Täter? Volltreffer! Oh mein Gott! Komm schon, jetzt oder nie! Wir schaffen's nicht! Ich bleib lieber drin, ey, da werde ich nur über den Haufen geschossen! Vince, wir müssen raus! Viel zu gefährlich! Ich sterbe nicht in diesem gottverdammten Motel! Was soll der Scheiß? Natürlich. Ich sagte 30 scheiß Meter. Versuch das noch mal. Und jeder hier endet in einem Leichensack. Ja, Kollege, das war wohl nix, hä? Scheiße, Alter, was geht denn, ey? Jim! Jim, hörst du mich? Oh Gott. Schon gut. Okay. Vince. Ist Opa verletzt? Ich weiß nicht, Schatz. Jim, geht's dir gut? Dad! Er braucht einen Rettungswagen. Ruf den Notarzt! Er sieht okay aus. Ist wohl nur eine Gehirnerschütterung. Nicht nur das. Er hat einen Hirntumor. Wenn er an der falschen Stelle getroffen wurde... Scheiße. Bist du noch da, Opa? Oh Gott. Das ist meine Schuld. Weil ich es unbedingt wieder gut machen wollte. Hey, bist du bei uns? Das war ein Griff ins Klo, was soll's? Jim, weißt du, wo wir gerade sind? Arizona. Sand Bluff Motel. Nein, das Motel heißt Desert Dream. So hieß es früher, bevor ich es kaufte. Ich komme schon klar. Ich brauche nur eine Minute, um meine... Ganz ruhig. Genau, kurz erstmal in die Mülle immer. Hast recht. Ich brauche einen Arzt. Wie haben sie dich so schnell gekriegt? Die Cops. Sie... Ich konnte mich nicht verstecken. Zum Glück habe ich dir den Arsch gerettet. Dale, versuch den ersten Stock zu verrammeln. Was? Nein, nein, stopp! Du hörst mir zu. Ich will einen Helikopter. Oder ich fange an, die Geiseln zu töten. Ganz genau. Und unbehelligt nach Mexiko. Mexiko? Seit wann? Seit jetzt. Ihr seid doch völlig überfordert. Habt sogar einen Einbruch versaut. Und jetzt wollt ihr noch einen Heli? Verschon mich.
Kriegst du das hin? Ich schau mal. Aber jetzt brauche ich etwas von euch. Lasst eine Geisel gehen. Davon halte ich nicht viel. Gut. Gehen wir es pragmatisch an. Ihr seid doch bestimmt am Verhungern, oder? Wir liefern Essen und ihr lasst eine Geisel frei. Dann kümmere ich mich um den Helikopter. Was sagst du? Pizza! Und zwar nicht von diesem Drecksladen. Franco's Veggie Delight. 20 Minuten. Gute Neuigkeiten, Leute. Einer darf nach Hause. Also ich würde das Kind ausschicken, wenn ich ehrlich bin. Endlich die Nachricht von der Umzugsfirma. Morgen früh kann es losgehen. Wenigstens noch ein kalifornischer Sonnenuntergang. Vor 13 Jahren wollte ich so dringend weg aus St. Louis. Die erste aus der Familie am College. Meine Mom. Ich werde nie ihren stolzen Blick beim Abschied vergessen. Aber weißt du was? Mir war nie klar, wie stolz ich sein würde, zurückzukehren. Ich wünschte, es wäre nicht so viel zu tun. Oh, gibt es was Stressigeres als umziehen? Scheidung. Scheidung soll stressig sein. Aber heute ist unser letzter Abend. Und das ist schon so lange her, dass... Du weißt schon. Wollen wir ihn unvergesslich machen? Übrigens hast du eine Nachricht. Irgendwas mit Cupcake? Warum hast du... Vince? Du liest meine Nachrichten? Willst du mir sagen, wer Bruce ist? Bruce calling. Himmel, Vince. Manche Dinge sind privat. Zoe wird noch wach. Hallo? Oh, danke. War schön, mit Ihnen zu arbeiten. Ach, Sie werden sicher gut ohne mich zurechtkommen. Ihnen auch alles Gute. Wiederhören. Jemand von der Universität? Bruce, hä? Wo du gerade eben noch warst? Tja, meine Kollegen vermissen mich wohl jetzt schon. Kollegen, wie Bruce. Schlechte Ausrede. Ja, wie Bruce. Warum ist das so wichtig? Daddy? Zoe, du solltest im Bett sein. Ich kann nicht schlafen. Daddy? Ja, Spatz. Wir bleiben doch immer zusammen, oder? Du, ich und Mami? Natürlich. Wie immer. Immer. Auch wenn wir alt und grau sind und du uns abends ins Bett bringst. Also, dieser Bruce. Ja. Hm? Oh, er ist Dozent für Makroökonomie. Wir haben zusammen die Finanzkrise in Ecuador untersucht. Das ist eigentlich alles. Du hast ihn aber vorher nie erwähnt. Na klar. Oft sogar, aber immer wenn ich von der Arbeit erzähle, schaltest du ab? Ich schalte nicht ab. Ich erinnere mich nur nicht, dass du von ihm erzählt hast. Vergessen wir das alles. Nicht an unserem letzten Abend. Wir haben ein paar lange Tage vor uns.
Alles gut. Sauf mal, Lorna. Irgendwas stimmt da nicht. Du hast Überstunden gemacht, mehr als sonst. Na, weil ich die Uni wechsle. Ich will mit einem guten Gefühl gehen. Letzte Woche hieß es, du müsstest länger bleiben. Aber danach hast du nach Wein gerochen und nach Parfüm. Sieh mich an, Vince. Ich weiß, es war nicht leicht. Das letzte Jahr war kein gutes für uns, aber... Da ist nichts zwischen mir und Bruce. Kannst du mir bitte glauben? Alles gut. Lass es mal sein. Ich habe wohl überreagiert. Es ist nur, ich habe dieses Jahr viel verloren. Ich will dich nicht auch noch verlieren. Ich weiß. Schon gut. Jetzt komm her. Warte, warte. Halt. Ist alles okay? Ja, schon gut. Ich bin nur müde. Wegen des Umzugs und so. Ja. Wir sollten schlafen. Das wird eine lange Fahrt morgen. Gute Nacht. Nacht. Die alte Gang fragt. Vince, ich mach mir Sorgen um deinen Dad. Kopfverletzungen allein sind schon schlimm genug. Aber wenn da noch irgendwas anderes gegen sein Gehirn drückt... Wie geht's ihm? Er hat Schmerzen. Aber er sagt, Zoe soll rausgehen. Und Vince, er hat recht. Wir haben gesehen, wozu diese Leute fähig sind. Bitte, bring sie einfach in Sicherheit. Okay, ich hab die Wäschepitzen. Ihr wollt sie sicher heiß. Also, schickt eine Geisel raus. Komm, alter Mann. Du gehst spazieren. Ich nicht. Bitte, nimm Zoe. Ich bin... Mit mir ist alles in Ordnung. Mir egal, wer geht. Aber nur eine. Ja, definitiv die Kleine. Zoe soll gehen. Sie hat genug gesehen für eine Nacht. Gut. Bring sie raus, hol das Essen, komm wieder. Ich hab dich im Blick, Vince. Ich weiß, du hast Angst. Aber du musst jetzt da draußen tapfer sein, okay? Werde ich. Komm, Kleine. Hey, du hast das verloren. Das ist Eule. Eule, hä? Die kann im Dunkeln sehen. Danke. Okay, Sie kommen raus. Bleibt, wo ihr seid. Sehe zwei Geiseln. Ein Mann, ein Mädchen. Nähern sich von der Vorderseite des Gebäudes. Over. Ey, die stehen doch ohne Schutz, stehen die rum, ey. Die können die doch einfach so abknallen, oder? Ganz sicher nicht, weil ich da bin. Und weißt du, was ich bin? Ein Flugzeugmechaniker? Eigentlich solltest du Superheld sagen. Ich verspreche dir, keiner aus unserer Familie wird sterben. Ha! Du glaub ich noch nicht so droh. Das ist weit genug! Ich bin Sheriff Romero. Und Sie sind wohl Vince. Wir sollten uns beeilen. Hm.
Du weißt, wie lieb ich dich habe. Bis hinauf zum Mond. Genau. Wenn du Angst hast, schaust du einfach zum Himmel und denkst daran, ja? Okay. Bring das Kind ins Auto. Bleib bei ihr. Daddy, bitte! Geh nicht! Aber ich muss, Spatz. Und wenn du nicht zurückkommst? Alles wird gut, Zoe. Du wirst sehen. Schon bald sind wir hier raus und sitzen wieder im Auto. Sehen wir uns noch den Bogen an, wenn wir in St. Louis sind? Aber klar doch. Wir können sogar direkt dorthin fahren. Hey, Beeilung! Komm, Kleine. Gebt ihm das Essen und schickt ihn zurück! Ich weiß, wie schwer das für Sie sein muss, Vince. Aber gute Nachrichten. Ja? Wir werden einen Mann drin haben. Halt durch, Kumpel. Du schaffst das schon. Jetzt nimm sie und keine krummen Dinger! Hey! Vergiss nicht die Servietten. Zwei Wege, Pager. Ich melde mich bald. Genieß die Pizzen! Ich weiß, du wolltest das nicht. Aber du hast Romero an der kurzen Leine. Ist so. Ich hoffe, du hast recht. Ich habe 10 Jahre für diesen Laden gespart. Ash hat sich gerade eingewöhnt. Wie sollen wir jetzt hierbleiben? Wir werden die Wände neu streichen. Ersetzen die Scheiben. Du wirst sehen, das wird so gut wie neu. Es sind nicht die Wände, sondern was in ihnen passiert ist. Vince, geht Zoe gut? Ja. Dein Kopf? Brummt. Aber ich werd's überleben. Also, hast du mit dem Sheriff gesprochen? Ja, könnte man so sagen. Wie ist er so? Kluger Kerl. Hat immer ein Ass im Ärmel, wenn du verstehst, was ich meine. Ich sag dir was, das ich schon früh lernen musste. Vertrau nie einem Bullen. Du hast recht. Erzähl es nicht weiter, aber Dante ist mein Cousin. Und niemand in der Familie dachte, er würde einen guten Sheriff abgeben. Was tust du? Ich zähle das Geld. Jay, isst du was? Kein Hunger. Ich will, dass das vorbei ist, Tyler. Alles. Es ist vorbei, wenn wir gewinnen. Vergiss das nicht und hilf uns. Und iss verdammt nochmal was. Oh, freilich. Mir stürzt uns voll ins Unglück. Hey, willst du die vielleicht mit uns teilen? Was für ein schwarzes Buch? Ich denke nicht. Ist das dein Ernst? Bist du taub? Nein, du kannst nichts haben. Ist das dein scheiß Ernst? Die hebt doch bloß die Kohle und der Anna hat so ein komisches Vogelbuch doch geklaut, ja? Was soll das heißen, wir kriegen keine? Da sind 6 Pizzen. Für uns. Also halt dein Maul. Du Arschloch. Paul hat niedrigen Blutzucker. Schon gut. Ich hol mir was aus dem Automaten. Nein. Ich sagte nein, also nein.
Tja, ich soll mich ja anfreunden mit denen, also. Probieren wir es doch immer. Tun wir doch einfach, was Sie sagen, ja? Wieso denn, Mann? Wir sind hungrig. Sie brauchen Kraft. Wir essen, wenn wir frei sind. Seit wann juckt es dich denn, wie es uns geht? Ihr habt einen von uns gehen lassen. Das zählt schon was. Mir ist echt scheißegal, was für dich zählt. Machen die dir Ärger? Nee, alles bestens. Mist, sorry. Idiot. Wisch es auf! Weißt du, was dein Problem ist? Du mischst dich zu viel ein. Wenn du einfach dein Maul gehalten hättest, wären wir schon wieder weg. So habe ich es noch nicht gesehen. Na komm, was guck schon rein. Was du nicht verstehst, wir sind nicht so. Wir brauchten Kohle, aber wir sind nicht. Tyler, er baut Zeug. Jay steht auf Natur. Ich, die Sache mit dem Schnapsladen. Aber ich krieg bald einen Job und hab da dieses Mädchen. Es ist weg. Aber keine Ahnung, ob Jessica mich nach der Scheiße noch nehmen würde. Oh, Mildes. Diese Jessica, willst du von ihr erzählen? Nein, das kannst du voll vergessen, Mann. Sie geht dich und auch niemanden sonst was an. Wenn du noch einmal ihren Namen sagst. Hey, ich wollte doch einfach nur... Was? Willst wohl mein Freund sein? Fick dich, Arschloch. Okay, genieß die Pizza. Mit Pizza sieht's schlecht aus, Leute. Ach, ich hab eh keinen Hunger. Was für ein scheiß schwarzes Buch. Habt ihr mein Heli? Ja, hab ihn. Die Flugaufsicht lässt euch von Mexikali bis El Paso fliegen. Aber bevor ich die Landung autorisiere, will ich was wissen. Warum habt ihr mein Haus ausgesucht? Sag's mir ins Gesicht, draußen. Sonst kein Deal. Was will der? Ist das eine Falle? Vielleicht. Aber jetzt müssen wir sein Spiel spielen. Ich könnte ja gehen. Ich habe ihm einiges zu sagen. Nein, ich habe Ma gesagt, ich passe auf dich auf. Schon gut. Ich bin heute ein großer Junge. Ein krummes Ding und die Geiseln sind dran. Alles gut. Ihr habt mein Wort. Pizzabote! Wir machen einen Spaziergang. Hey, sag Dante, er soll uns endlich hier rausholen. Das ist jetzt zu spannend, ey. Ich meine Schuld, dass du so fett bist. Ich komme raus. Jetzt wird's lustig, Jungs. Ich will endlich an einem Strand liegen. Normales Essen, Tequila schlürfen. Deinen kühlen Kopf. Kühler Kopf? Du klingst wie Tyler. Komm schon. Bitte komm zurück. Ich bin's. Fuck, Dale Holt. Ihr seid in mein Haus eingeboren. Ja. Schöne Bude hast du. Arschloch. Vince. Dachte nicht, dass ich sie so schnell wiedersehe. Tja, wie beruhigend. Weißt du, bis heute warst du ein kleiner Wicht. Dieser blöde Überfall vor ein paar Sommern, ein paar Kleinigkeiten. Und jetzt sieh dich an. Ihr Jungs habt euch echt einen Namen gemacht. Ich setz noch einen drauf, Arschloch. Hab an deine Limo gepisst. Der wirklich neigeschiffte Idiot. Ach, egal. Ich glaube, du hast da was, das mir gehört. Ja, die Kohle. Nicht die Kohle. Mein schwarzes Buch.
Wo ist es? Wovon redest du da? Was hat denn der mit seinem scheiß schwarzen Buch? Der hat doch Dreck am Stecke hängen, wenn du mich frechst. Ich sagte doch, ich habe keine Ahnung, was du da laberst. Ganz wie du willst. Oha! Ich warne ihn mal nicht. Alter, was geht denn? Alter, was geht denn, ey? Okay, los! Jetzt! Schnell zur Tür! Ich verstehe nicht! Das war's noch nicht! Ich brauch das Buch! Wenn ich da reingehe, bringt mich Tyler um! Das ist keine Bitte, Vince! An ihrer Stelle würde ich reingehen. Warum bist du zurückgekommen? Weil meine Familie hier ist! Du hast Dale umgebracht! Hey! Er war das nicht! Du hast dir das sagen, Tyler! Du hast deinen Bruder rausgehen lassen! Wenn du jemandem die Schuld geben willst, schau in den Spiegel! Joyce! Wow! Alter, was geht denn jetzt ab, ey? Fuck you! Alter! Ey, was geht denn, ey? Was ist mit diesem Scheißbuch, verdammt? Der Kerl, der hat doch Dreck am Stecke hänge. Wenn er so vernarrt in einer Sache ist, dann muss der doch irgendwie Dreck am Stecke hänge. Das ist echt heftig, ey. Oh, Kapitel 2 ist vorbei. Perfekt, um einen Cut-Night zu machen. So, Zusammenfassung von Gameplay. Sicherheit. Will Unheil abwenden und andere schützen. Ja, doch zumindest, unerschütterlich, keine Scheu vor Konfrontation und psychischen Gefahren. Ja, und das trifft Entscheidungen ohne zu zögern. Ja, ja, Wahnsinn, oder? So, jetzt kriege ich immer natürlich wieder dieses Ding da geschickt. Oh, ja, genau. Brille, oder? Das ist echt der Hammer, das Spiel. Ey, das war jetzt das dritte Video, glaube ich, ne? Ja? Und es geht so dermaßen ab, ey. Alter! Ich habe mal bei YouTube nachgeschaut, da waren es
Anna hat das durchgespielt in 5,5 Stunden. Also, wenn ich das jetzt so zusammenrechne, habe ich jetzt knapp über 1,5 Stunden. Und, Alter, was sind denn die 3 Videos jetzt schon abgegangen ist? Ey, was kommt denn da noch alles? Holla die Waldfee, sag ich dazu nur. Also, ey, ich bin echt gespannt, was jetzt hier noch weiter abgeht. Wenn ihr das natürlich genauso wissen wollt, dann bleibt dran, das nächste Video kommt. Für heute soll es aber gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer bei jedem, der zugeschaut hat. Und sag hier an dieser Stelle, danke fürs Einschalten und tschüss, ciao mit V und bis zum nächsten Mal.